Gondians! Rip the motivator from this bastard's hands! For Gond! Hey, Golo, Volo. Whatever happens next, be sure. Da waren tolle Sachen, du hättest schon alles aufschreiben können, du Nase. Ich glaube ihm kein Wort, dass er irgendwas notieren wird. Der sitzt auf seiner Zucchini und macht nichts. Finde ich nicht gut. Ja, ich will sie alle haben. Alle 5 Tränke. Zippe, du. Du hast dich immer noch nicht weiter geheilt? Hättest nicht mal einen Heiltrank nehmen können hier über Nacht? Also ich heile dich jetzt nicht. Gegen Feuerschadenresistent. First you cleave my heart in twain. Now you shatter it to pieces. My son a monster. Twisted beyond recognition. To think my blood flows through those veins. Is this my fate? To be freed from Gortash's hell, only to be trapped in yours. Das für ein Arsch. It isn't what you think. It never was. Respektierst du mal deinen you Sohn? Turned your back on me, on your city, to chase the she-devil and her power. She stinks up the place even now. It is exactly what I. Was für ein. Ey, das nächste Mal bleibst du in diesem scheiß Keller irgendwo, dann rette ich lieber die drei Gondier. Die hätten es ja eher verdient gehabt. Wie ist der denn drauf? Hör mal. Ich bin drauf und dran, mit dem Imperator zu sprechen, dass ich sage, hey, der steht nicht mehr unter unseren Schutz. Dann kann er mit seiner Larve ja viel Spaß da draußen haben. So geht es ja gar nicht. Euer Sohn hat seine Seele geopfert, um eure zu retten. Ihm blieb keine Wahl. Dass ihm blieb keine Wahl, hätte ich gerne ausgetauscht gegen ein bisschen Dankbarkeit, täte euch mal ganz gut stehen. Irgendwo so. Das klingt ja noch wie eine Rechtfertigung. Der hat gefälligst mal Danke zu sagen hier. Wirds Lebensaufgabe ist es, die Küste zu beschützen. Er hat seine Kraft weise eingesetzt. Ja, das kann man so als Fürsprecher sehen, aber ich hätte ganz gern irgendwie... Also hier hätte ich jetzt ganz gerne so eine Aufs-Maul-Option irgendwie. Das geht ja gar nicht. Was ist denn in den gefahren? Ah, da ist hier die dritte. Langsam, glaube ich, wir hätten euch ertrinken lassen sollen. Den Parasiten rufen, dich mit Vater und Sohn verbinden. Ravengard sollte die Wahrheit kennen. Ja, das ist natürlich jetzt die bessere Option. 3 ist gut, ja. Komm hier. Ich muss mich gerade mal abreagieren. Das sind nämlich die 3. Die 4 ist natürlich die viel klügere Wahl. Wenn der sieht, was Will gesehen hat, dann wird es vielleicht auch okay sein. Aber eigentlich möchte ich die 3 nehmen. No, please. Father. Oh, Will ist mir verstanden. Okay, das ist dann automatisch Option 4. My tears wounds. I'm in your mind. The Grand Duke sees Mizora and her infernal sisters. He sees the agony in Will's face as an impossible choice is set before him. No. My son. The past becomes present, and Will's thoughts are laid bare. Ravengard sees Will partnering with Mizora to defeat Tiamat's cultists before they could lay siege to Baldur's Gate, and he sees everything beyond. The Nautiloid journey, the perilous path to Moonrise, the astral prism, and the Emperor. Und jetzt ist ja wohl eine Entschuldigung angebracht. Everything I did for Baldur's Gate, I did for you. Und mal Wertschätzung. Es ist wahr, Ravengard, Will war immer ein treuer Verteidiger von Baldur's Tor. Genau. Es ist Zeit, dass ihr zwei euch versöhnt. Wir müssen eine Stadt retten. Wir nehmen die 3. Ich wette, ich fühle euch gerade wie ein rechter Dreckskerl. Ja. And ja. I should. My son, you sold your soul to save Baldur's Gate.
and I cast you out for it. You gave yourself to the Hell's eternal fire so I might walk free. By the gods. Can you ever forgive me? Das muss er entscheiden. There's nothing to forgive. You wanted to protect the city. I only ever wanted the same. You are a better man than most. And a better son than I deserve. Alles kriegt aber ein bisschen dick auf. I'll yet make amends, but... My duty is first and foremost to the city and its people. There's something I must ask of you. Fast forward. Before I was captured, I was on a mission. Returning from Elturel, I discovered the plans of the Absolutists. I immediately realized the city couldn't defend itself against such an army. I didn't despair. Because the city has a secret guardian, a worm that sleeps beneath. Ja. He can be called upon in times of great need. Das ist so eine Geschichte. This is such a time. You've been trained in the ways of the great champions and proven to be one of them. The worm will answer your call. You must seek him out. Do you mean Ansur? The worm is dead, father. Where we might have once found a friend, we found only his bones, animated by an old grievance. But the heart of the gate still lives in me, in my allies. In Ansur's defeat, I found my spirit renewed. For as long as devils and demons imperil the Sword Coast, they will be my prey. I am the Blade of Avernus. Then go with my blessing. Be Faerun's great defender. Courage, insight, strategy, justice. Let these be the lights that guide you, my son. Hail the Blade of Avernus! Bevor wir jetzt ins Kitschige abdriften, komm, mit dem Eulenbier wird auch schon ganz schlecht. Ins Kitschige abdriften, genau, so. Das ändert aber nichts daran, dass Will nach wie vor an der Flasche hängt, quasi. Das hört mir nicht. The devil's stench lingers, but Will is yet a champion of the people. I had hoped he'd join me on the council, but he is his own man. I couldn't. Ja, du, mit dem Rat, das ist die Sache. Er hatte das vor und dann haben wir gesagt, ja, Will, wenn du sagst, das ist das, was du dir schon immer gewünscht hast, dann mach das. Und dann sagte Will, nee, ich mach was ganz anderes. Ich hab's bis heute nicht verstanden. Neuer Unterschied, hat sich Will bei dir eigentlich dafür entschieden, in den Rat zu gehen oder auch Klinge von Avernus? Also ich wollte ihn nur darin bestärken, ne? Und dann hat er ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, einfach mal das komplette Gegenteil von dem. Das hab ich nicht verstanden. Wie hat euch der Kult der Absoluten geschnappt? I was returning from Elturel. My traveling party stopped at an inn, Joaquin's Rest, to lay our heads. It wasn't the heat that woke me. It was the scent. Cultists had set fire to the place. I don't remember being taken. Just the smoke burning my throat before I fell. I awoke in Moonrise Towers, inside one of those damnable pods. The rest, well, the rest goes without saying. Er hat bei mir eher einen noch anderen Weg gewählt, unterm Strich. Aha, interessant. Bin ich mal gespannt. Irgendwann kriege ich den Weg vielleicht auch. A complicated one. I went to greet Elturel's High Overseer. Only for the Archdevil Zariel to drag the city into the Hells. I've been touched by Avernus. Been a plaything for demons. A tale for other places. Das wäre zu spoilerisch zu erklären. Ist okay, ich weiß die ungenaue Beschreibung zu schätzen. Aber dass Mizora hier noch drin steht, obwohl die Troller versucht hat, können wir sie jetzt mal rausschmeißen. Irgendwie. Ready and waiting. Ja, verpiss dich. Ey, das kann doch nicht angehen.
Die muss hier doch mal abhauen. Ja, ich weiß ja, dass das nicht kommt. Blöde Last. Okay, wir gehen raus, wir gehen zu den... Naja, zu den Dogs. Wir gehen in die Stallwache. Alle mal herkommen bitte. Hier hin, hier. Nee, alle zusammen. Zusammen. Kuscheln. Oh. Gell, was stimmt mit dir nicht? Hast du Gicht? Los, komm her. Mann. Leute, ihr müsst näher zusammen. Keiner will... Bleibst du stehen. Ich will ja nicht mal ein Gruppenfoto machen. Ich will einfach nur, dass die sich buffen hier vernünftig, wie sie es gehören. Ah ne, hier, da habe ich ein Getränk. Und Karlach könnte eigentlich hier auch direkt schon mal... Karlach könnte hier eigentlich auch direkt schon mal... Hält das, das hält doch an, bis... Wieso kann sie überhaupt mit Tieren sprechen? Ach so, ah, falsche Waffe. Ih, brauchst du mal. Hier sind die Stein. Ach, hält nur 10 Züge an. Ah, okay. Ja, dann halt nicht. Dann machen wir das gleich nochmal drin. Sing. Alle rein, Tür zumachen. Was ist denn hier los? Wieso ist denn hier neuer nachgewachsen? Okay, gut, dann dann machen wir das wie folgt. Wir gehen in den rundenbasierten Modus. Wir schnappen uns Schattenherz. Das wird hier gleich zum Kampf kommen. Segnen, Stufe 2. Und zwar mal ein Segen für alle von uns. You have beaten and tormented us to the brink of insanity. You cut out my eyes, but we will bow no more. Gondians! Rip the motivator from this bastard's hands! For Gond! Sehr schön. Na, Kleiner? Ja, die haben davon schon Schaden bekommen. Das ist ja witzig. Wir machen hier entwaffnen den Angriff. Auf ihn hier. Ah, schade. Gut, keine weiteren Fragen, euer Ehren. Henker.
hier ist noch ein Motivator. Stimmt. Kannst du den noch deaktivieren? Nee, nicht genug Ressourcen. Dann lassen wir Schattenherz das eben machen. Gern geschehen. Keine Ursache. Infernalischer Streikolben. Ja. Ja. Guten Tag. What happened to Obelia? Ja, ja, ja. Manche Geiseln sind gestorben, aber eure Tochter nicht. Klein, nervig, redet die ganze Zeit von Gond. Ja, die hat überlebt. das ist so die klassische Antwort für einen bösen Mann. Die klassische Antwort. Manche Geiseln sind gestorben, eure Tochter nicht. My heart. I thought her lost. I would give more than just my sight to keep her safe. Our destination is the Neurositor, the nerve center of the Steel Watch. Guide me there, and I'll do the rest. In Ordnung, bringen wir es zu... Ich kümmere mich um sie, wenn es soweit ist. In Ordnung, bringen wir es zu Ende. My fellow Gondians, flee this prison! We're bringing this place ja, down! Ja, das wäre gut. Nur an das Ding ab da, trotzdem um mir halt. Jetzt könntest du es ja machen. Welche Mod ich installiert habe für das Inventar, du meinst dafür, dass das hier unsichtbar wird, das ist Aethers Immersive UI von Nexus Mods. Also Aether wird das geschrieben, ne? Aethers Immersive UI. Dann habe ich noch den dann habe ich noch die, heißt das, Native Camera Mod, glaube ich, drauf. Und ich habe die WASD-Mod drauf, dass ich mit WASD lenken kann. Also nur noch die drei. Ich habe, wenn du hier BG3-Mods, die Liste ist nicht mehr aktuell. Aber wenn du die öffnest, da findest du die Kamera auf jeden Fall drin. Ah ja, Native Camera Tricks, WASD, doch die drei, das sind die. Mehr habe ich nicht drauf. So. Gut. Was mit dir? I want my house and my cat and my wife. I want this all to go away. Aber dann die Achievements ausgeschaltet? Wie? Wieso sollte ich? Verstehe ich nicht. Warum sollte ich die Achievements ausschalten? Burn this place to the ground and the Baneites with it. Da weiß ich jetzt nicht, was du meinst mit Achievements ausschalten. Glückwunsch, Sohn. Lesen. Ach so, ach, das ist ja die Nachricht von vorhin. Ja, also ich habe keine Achievements ausgeschaltet. Müssen in die Tiefe untergehen, können wir alle Gondia befreien. Sie wissen, dass wir kommen und werden uns helfen. Ach was! Ach, gucke mal! Wenn man Mods sind bei Spielen, die Achievement Schild. Nee, sind sie nicht. Vor allen Dingen, warum sollte eine UI, die sich ausblendet, irgendwelche Achievements ausschalten? Oder das Steuern per WASD? So. Ich installiere mir keine Mods, die Waffen einfach mal 10-mal stärker machen oder die mir Zaubersprüche auf Stufe 6 bis 10 noch bringen, irgendwie so. Da, die Nexus Mods ist ja voll damit. Da verstehe ich aber auch nicht. Oh, man hat jetzt schon uns erwartet. Das eskaliert ja jetzt ja schnell.
Wow. Die kann ich doch nicht retten. Die sind doch am Arsch hier schon. Warum habe ich dich eigentlich mit? Hättest du nicht oben bleiben können? Sometimes the only way out is through. Na ja, gut. Wir stehen uns doch hier wieder gegenseitig im Weg rum, oder nicht? Let's end this. Okay, kein Gelegenheitsangriff. Dann, bedroht liegend, ja, aber wie soll ich denn denn... Gut, pass auf, du machst das... Ich habe schon wieder keinen Spurt. Ach so, darf nicht bedroht sein. Ja, aber bin ich dann ja wohl nicht mehr, ne? Wenn ich jetzt hier wegspurte. Have to keep going. Ernsthaft? Mach das weg. Ach, shit. Ah, öffnen. Fall der vierten Ziele. Schießen. Wir wollen ja... Vielleicht habe ich jetzt ein bisschen Aufmerksamkeit. Gott, hau doch erstmal ab. Du bist ja auch mutig. Ey, jetzt lass ihn doch! Ich glaube nicht, dass wir hier alle retten werden. Das sehe ich irgendwie so. Stahlwächter, ein waffnender Angriff. Kann man mal versuchen. Waffe am Boden. Ah, ich habe schon wieder keine kurze Rast gemacht, ich Idiot davor. Ich hätte davor eine kurze Rast machen müssen. Ich lerne auch nicht dazu, ne? So, Schattenherz, kannst du mir mal einen Pfeil leihen? Quatsch. Kannst du mir mal einen Pfeil leihen? Und zwar den hier. Ja, dann stirbt er, ne? Aber offen gestanden, ich glaube, der wird sowieso sterben. Der ist bedroht, liegen verstümmelt, die werden alle nochmal auf ihn einschlagen. Wenn ich das jetzt zünde, ist, glaube ich, eine gute Sache. Er stirbt halt, ne? Ja, die sind so müde und unterlegen, das würde ich auch sagen. Komm, wir opfern einen und retten dafür die anderen. Das tut mir leid. Schockgriff. Oh, wie cool. Oh, der kann ja richtig Sachen machen. Mega. Yes.
Okay, Gale kann in der Tat nicht weg. Der wird dann... Nee. Gale wird nicht angegriffen, wenn er jetzt dann vorbeiläuft, oder? Gale sollte hier auf jeden Fall weg. Ernsthaft? Das ist vielleicht nicht gut, dass gerade Gale hier... Wetten, die schlagen alle auf diesen einen Unschuldigen ein. You fight against progress. I will not allow it. Schutzgeister, ruf Geister herbei. Es macht aber Schaden. In dem Bereich um dich herum schützen. Gegner in der Nähe lagen 3 und ihre Bewegungsrate ist halbiert. Des dritten Grades. Dann machen wir mal einen Gegenzauber drauf. Also wenn ich davon noch jemanden retten will, dann... Nimm doch den erstmal raus. Hä? Was hat der denn gemacht? Sterb selbst. Eure Nebelschritte müsst ihr aber auch irgendwie besser teilen, ne? Klare. Ja, nee. Der ist tot. Klare Stufe 4. Was? Moment, aber Gegenzauber klappt doch immer, dachte ich, wenn es auf derselben Stufe ist. Ich habe extra einen Zauber Stufe 4. Die Schweine, die... Ich dachte, wenn es eine Stufe drunter ist, ja, dann muss es nicht funktionieren. Ach, das ist doch Mist. Ihr Schweine, ey. Muss ich liegend sein unbedingt? Tut das Not, dass ich liegend bin? Was ist denn das? Ich denke, ich bin gesprungen. Ich bin doch gesprungen. Oh Mann, ey, Spiel. Verarschen wir ja allein, ich wollte ihn da hinten jetzt angreifen. Aber das klappt ja jetzt gerade gar nicht mehr, was ich vorhatte. Ach Leute, öffnen. Ist der denn Feuer immun? Achso, Blitzverwundbarkeit. Ja, dann, klar, logisch. Fall des Blitzes. Schießen. Das ist ein bisschen dünn hier, aber machen wir das mal so. Oh, komm, ernsthaft. Leute. Umgezogen?
So, der Karlach muss hier erstmal weg. Ernsthaft, ein Fehlschlag? Muss das sein? Dann mach ihn doch jetzt bitte weg. Hier. Wieso ist der denn dauerhaft bewusstlos? Ich wollte jetzt hier keinen. Nee, nee, nicht tödliche Angriffe kommen gar nicht in Frage hier. Zug beenden. Ich glaube, ich bleibe hier erstmal stehen. Und wir könnten. Obwohl, ich kann hier noch. Nee, kann ich nicht. Wenn ich liegend bin, dann stehe ich diese Runde auch nicht mehr auf, oder? Ich probiere das jetzt aus. Nee, also doch, also alles top. Ich versuche lieber hier mal eben kurz auszuhelfen. Die Schutzgeistergeschichte ist kacke. Ach komm! Ich will sie doch retten. Okay, du hast es mal ein kurzer Nebelschritt, den du da hast. Hä? Nein, ich wollte doch Sport machen. Na, dann geh mal weg. Ach, du hast nur so einen kurzen. Das ist ein Motivator da unten. Wie schnell muss ich den denn eigentlich deaktivieren? Nicht genug Platz? Den Motivator kann ich dann noch in der nächsten Runde deaktivieren, oder? Ich glaube, ich bleibe erstmal hier oben. Eigentlich gefällt mir es hier oben ganz gut.
Das ist teuer. Vierter Grad. Scheiße! Sag mal, wieso kann ich denn da nicht kontern mit Gegenzauber? Was stimmt denn da nicht? Ist das wirklich random? Ich dachte wirklich auf einer Stufe. Die sterben ja alle weg. Und alle mit so wahnsinnigen Zaubern, die dann welche 80 Schatten machen, ey. Stille. Wäre es mir egal, da reagieren wir nicht drauf. Wer ist denn dran? Schattenherz ist dran, ne? Ja, egal, kann ich keine Rücksicht drauf nehmen. Schattenherz, du gehst jetzt rüber. Jetzt machst du Sport und guckst mal nach, ob du den da auch noch abschalten kannst. Nein, kannst du nicht. Weil du so doofe Umwege laufen musst, oder warum? Okay. Dann, Nachteil zu nah. Das können wir ja ändern. Nö, den da kannst du doch. Auch Nachteil. Warum? Weil ich bedroht bin? Wieso habe ich denn Nachteil? Ich bin doch gar nicht bedroht. Wieso soll ich auf den Nachteil haben? Na Wahnsinn. Mega. Ich habe viele Gelegenheitsangriffe mit. Ne? Ja, dann tut es mir leid, da muss Karlach den deaktivieren. Another one down. Just in time. Oh, Karlach kann jetzt gar keine Aktionen mehr ausführen. Das ist nicht günstig. Was ist mit dir hier? Ja, komm, egal. Nicht genug Bewegungsrate. Wie weit kannst du denn laufen eigentlich? Wie weit kann der denn laufen? 5 Meter? Ich meine, der ist blind, aber der hat ja noch Beine, oder? Der muss doch aber trotzdem laufen können, oder nicht? Ah, jetzt der Kampfrausch weg. Gale, das wäre dann ein Augenblick. Mit einem Kettenblitz zu überzeugen. 100% Chance, 42% Chance. Ja, versuch's, komm. Toi, toi, toi.
Geh mal sicherheitshalber zur Seite ein bisschen. Geister auf sich selbst. Mitte des Grades gegen Zauber. Wehe, das funktioniert nicht. Endlich mal. Oh, das kann doch nicht. Die sterben ja alle weg, ne? Der hat auch nur noch 5 Leben und das war's. Die haben nicht einen von denen wegbekommen. Nicht einen haben die von denen wegbekommen. Also kämpfen können die ja gar nicht, ne? Nicht einen haben die wegbekommen. Das ist so traurig. Noch schlimmer. So. Oh fuck, ich dachte, ich komme da nach raus vorher. Gut, aber leben ja noch alle von mir. Kala, dann den schicken wir mal raus. Den da. Well, so much for peace. Oh, ernsthaft. Also dieser Nebelschritt, der nur 3 Meter weit reicht, ist hier irgendwie lächerlich, oder? Ja gut, den er sehen kann. Moment, Sekunde. Nee, weiter geht's halt einfach nicht. Schade, ich kann nicht den nicht angreifen damit. Das ist blöd. Allow me to dance. Ach, Gail. Gail, du bist ja meine Hoffnung. Mach doch mal. Kannst du den rausnehmen? Einer hat überlebt. Ach, jetzt ist hier noch so ein Motivator. Ja, mach den mal aus. Einer hat überlebt. Das ist so schade. So schade. Ich lebe. Und jetzt kannst du dich heilen, oder was? Inzwischen war keine Zeit. Spaß geht's. Echt. Ein Lager sind Metallkistenschlüssel. Das ist ein Kontrollzentrum. Ne, die Gondoliere möchte ich nicht lügen. Gondiere, nicht Gondoliere. Ich bin mal ein Hauch von Venedig hier im Spiel. Also der Gegenzauber kann, glaube ich, auch fehlschlagen, wenn der Zauber Stufe 3 mit einem Stufe 5 oder 6 Slot gezaubert wird. Ach, meinst du, ich habe die hochgecastet? Ich weiß nicht, ob er die hochgecastet hat. Da bin ich jetzt gerade überfragt. Ich kann da ja nicht so wirklich auswählen, ob er den hochcastet oder nicht, weil da kommt ja dieser Gegenzauber-Dialog. Also Stufe 3 hat ja geklappt, aber Stufe 4, es kann sein, dass ich vielleicht keine Vierer mehr gehabt habe, aber ja, komisch. Also was man mir letztes Mal erklärt hat,
wenn du musst den Gegenzauber auch für die richtige Stufe nehmen, nimmst du eine Stufe drunter, kann der halt fehlschlagen. Das leuchtet mir auch irgendwie ein. Aber ich dachte, vielleicht ist die Schlussfolgerung, wenn du die richtige Stufe hast, dass es dann immer klappt, auch eine falsche. Eigentlich würde man annehmen, das ist ein, geht nach D&D-Regeln und da wird halt ständig bei allen gewürfelt. Der Anschlag, die befiehlt eine Wache, gerade das Tauchboot, um jeden Preis zu beschützen. Ja, ja, gut, okay. Ach, infernalisches Eisen. Karlach. Ein Gedicht für Lampus. Lampus Bix, eine Elegie. Von Mann sein liebenden Andenken. Wie ehrfürchtig mich eure Stärke machte, bis ich sah, dass sie von eurer Sanftheit übertroffen wurde. Niemand übertraf eure Präzision, eure Standards, doch Geduld. Geduld für eure Losung, Geduld und Liebe. Oh, schön. Es ist eine Schande, dass ich die nicht retten konnte. Ja, schade. Ich hätte die echt gerne gerettet, alle. Nee, wo ist denn der Stahlwächter? Achso, der ist leer. Ach, guck mal, hier ist ja sein Schwert. Karlach. Aufheben. Oh nee, ich kann nur von Stahlwächtern verwendet werden. Und das kostet nur 65 Gold beim Verkaufen. 11 bis 44 Schaden. Das würde ich aber eigentlich gut stehen. Ah, das ist schade drum. Fallen lassen. Krass, ey. Schade, schade, schade. Wir machen eine kurze Rast. Das ist mein Käsemesser. Ja. Das kann man so sagen. Banes Buch der Ermahnungen lesen. Buch mit Sprichwörtern und Gebeten für Baniten, welche die grundlegenden Dogmen der Anbetung des Herrn der Tyrannei darlegt und Gebetsvorschläge für häufige Situationen enthält. Kern des Buches sind Banes 12 Tadel, ein Dutzend Regeln für korrektes Banitenverhalten, mit jeweiligen Strafen für die Nichteinhaltung. Das Buch öffnet sich wie von selbst bei den bekanntesten Tadeln. Die sind Nummer 6, die Rüge wegen Milde und Nummer 7, der Verweis wegen falschen Mitleids. Naja. Auch Brotwartung. Dieses handgeschriebene Buch scheint eine genaue Aufzeichnung des Produktionsprozesses der Stahlgießerei zu sein. Nachträglich mechanische Teile des Tauchboots, bei denen die gondische Garantiezeit abgelaufen ist, wurden am 3 Tag entfernt und durch neue Teile ersetzt. Gebrauchte Teile wurden vom Hafenlagerhaus zurück zum Laden gebracht, damit Abnutzung spuren. Ach, das ist der Hinweis, wo das Tauchboot ist. Aber jetzt mal ehrlich, hat das mal jemand geschafft, sich hier reinzuschleichen und da reinzugucken, während hier überall Leute rumliefen? Also klar, wenn du unsichtbar bist, dann geht's wohl, lesen. Mit Unsichtbarkeit. Ab den nächsten 10 Tagen werden alle Banditen in rotierenden Schichten als Tauchboot bewaffnet. Naja, okay. Hebel, 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 Metallkoffer. Schätzchen, kannst du mal aufmachen? Ich habe nicht Lust auf Käse. Ich weiß nicht warum. Noch einmal. Ja, nimm mit. Holzkohle, ja, nimm mit. Bronzewaren. Bronzewaren. Goldwaren. Metallkiste. Hast du dich verbrannt, oder was?
Gedanken legen, Sankt der überlegenen Heilung. Was brauchen wir mit dem? Temperament. Aufheben. Lichte schmucklose Nachrichten. Anklotilda. Unfertiger Brief in breiter, schleifiger Handschrift und purpurfarbener Tinte verfasst. Liebe Schnitterin des Baal Clotilda. Ich begegnete euch bei einem Treffen der Auserwählten. Ich war die Leibwache von Fürst Gortasch. Ihr die Leibwache der Herrin Orin. Sie betraten den Sitzungsraum. Wir bewachten die Tür und sprachen ganz kurz nur. Doch jedes eurer Worte hat sich mir wie mit einem Verhörmeißel ins Herz gegraben. Ich blickte in eure feurigen Augen und spürte, wie soll ich es beschreiben, eine echte Verbindung wie nichts, was ich jemals